Und jetzt wird's nochmal spannend, weil es geht um Eiscreme. Ja, das müsste eigentlich drin sein. Ich weiß nicht, was der Unterschied von japanischer Eiscreme zu normaler Hallo Eiscreme und ist, aber wir werden es jetzt rausfinden. herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir was ganz Besonderes. Oh mein Gott, ich klinge wie so eine Kika-Moderatorin. Hallo Kinder, seid ihr bereit? Heute machen wir was ganz Besonderes. Heute machen wir japanische Eissorten. Ich möchte sterben. Also, hi, willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Ich hatte letztens den Einfall, wie ich damals in der... Oh, das ist ein Eier, sollte nicht da draufschlagen. Also letztens den Einfall, wie ich damals irgendwann während der Schulzeit mal bei einem so einem All-You-Can-Eat-Sushi-Laden war. Und es war echt nicht so lecker da. Aber da gab es so japanisches Eis. Und zwar so rote Bohnen-Eis, grüner Tee-Eis. Aber ändert sich was an dem Grundmuster Eis, auch wenn man japanisches Eis macht? Oder ist es einfach nur so... Der Geschmack ist anders, weil es japanisch ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, ich gucke mir das jetzt an. Kann nur gut Und werden. Sesameis. Und das war so lecker. Und ich habe das danach nie wieder irgendwo gefunden. Weder irgendwie im Supermarkt noch. Als ob es in Berlin keine Eisdiele gibt, wo es Sesameis gibt. Als ob. Ihr seid doch bestimmt Berliner. Als ob es nicht. Ich kenne auch selber zwei Eisdielen in Berlin, die so crazy Eissorten machen. Okay, vielleicht nicht japanische Sachen. Sesam weiß ich auch nicht. Aber, Bei anderen Läden. Ich fand das sehr, sehr, sehr lecker. Und deswegen versuchen wir das heute selber nachzumachen. Weil, weiß nicht, ist es gesünder als normales Eis? Ist es gesünder als normales Eis? Klingt gesünder. Ja, und deswegen haben wir hier am Start ein paar Zutaten. Hat Aliana wunderbar vorbereitet, Ehrenschwester. Einmal fürs Sesameis, einmal fürs rote Bohneneis und einmal fürs, nee, Matcha-Tee. Matcha-Tee-Eis. Matcha-Eis habe ich aber schon mal gegessen. Das ist lecker. Ja, nehmen wir es grüner Tee-Eis. Ja. Wir machen die erstmal einmal nacheinander und dann müssen die jeweils einmal aufgekocht werden. Und dann kommt über Nacht in mein überfülltes Gefrierfach, was wir gleich noch ausleeren müssen. Ich muss mich gleich von irgendwelchen Spielen. Ich habe Eis im Gefrierfach. Danke, Anni. Ich meine, wir haben Streit. Ich. Nahtaschen trennen. Walla Krise. Top Edit, Erik. Top Edit. Und dann probieren wir das morgen. Also für euch dann gleich. Für mich morgen. Egal, schon gut. Schon okay. Das ist die Videomagie, die hier passiert, liebe Freunde. Let's get this party started. Sesameis zuerst. Zutaten für 6 Kugeln. Das ist sehr wenig, 6 Kugeln, ne? Oder? Ja. Wir brauchen 250 ml Milch, 250 Gramm Schlagsahne, 100 Gramm Zucker, 6 Eigelb, 75 Gramm schwarze Sesamsaat. Geile. Glaubst du, dieser kleine Topf reicht? Milch, 250 ml, Milliliter Milch, 250 ml Schlagsahne, oder 250 Gramm Schlagsahne. Und was noch? 50 Gramm Zucker. Das ist die Hälfte Gramm von dem, die Hälfte Gramm von dem Zucker. Machen wir Pi mal Daumen, oder? Das war vielleicht ein bisschen mehr als erst, das wird schon gehen. Eigelbe mit 50 Gramm Zucker dickcremig aufschlagen. Das wird interessant. Gibt es einen Grund, warum Anni einen neuen Kameramann hat? Ist Stefan weg? Sie haben dazu, glaube ich, mal getweetet. Stefan war ja nicht bei Anni angestellt. Stefan ist selbstständig. Also der arbeitet selber alleine an ganz vielen Projekten. Hat ja auch schon für Kevin Musikvideos gemacht, also Papa Platte und Co. Und die haben, glaube ich, sich einfach nur beruflich jetzt erstmal getrennt, weil Stefan sich auch wieder auf seine Projekte ein bisschen mehr konzentrieren wollte. Eigelbe Haben sie, glaube ich, getweetet. Brauchen wir denn? 6 Eigelb! Ich weiß nicht, ob ich das kann. Mein Eiertrenner ist immer noch weg. Es ist eine Schande, es ist eine Qual, es ist ein Verbrechen gegen mich. Wisst ihr eigentlich, dass dieser Eiertrenner weg ist seit dem Video, was ich mit ihr gemacht habe? Kurz danach ist der verschwunden. Wo könnte der denn nur sein? Die Menschheit? Süße Ich habe ihn nicht. Küken-Eiertrenner? Belastend. Machen wir das einfach hier in diesem praktischen Messbecher, um zu sehen, wie viel Milliliter Eigelb wir am Ende haben. Eiweiß wir am Ende haben. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Das sieht aus, wie jemand eine Blasenentzündung hatte. Eine richtig dicke Blasenentzündung. Ich kotze gleich. So. Das war wirklich crazy ekelhaft. So heißt es eigentlich auf? Ist die Herdplatte heiß? Ja, au, die ist heiß. So, jetzt kommt hier der restliche Zucker rein. Eigelb mit 50 Gramm Zucker dickcremig aufschlagen. Das sieht so falsch aus. Aber ich muss sagen, warum ich so shakende Eigelbe. Kinda hot, not gonna lie. Es ist irgendwo geil, ja. Oder? Ja. Long versteht mich. Long versteht mich. So, mein Liebling. Dieser Mixer, das sieht doch gut aus, oder? Ist das dickcremig? Ja, ne? Dann noch mehr. So, diese Scheiße ist schon hier voll ein am Wegköcheln. Sahnemischung unterrühren zur Eimischung Samsung. gießen. Zurück in den Topf geben und bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren cremig binden.
So, jetzt koche. Dann brauche ich so ein... Ja, ist die Dinger nochmal? Schneebesen. Ja, genau. Viel. Beide auch so. Danke. So, Kollege, und jetzt binde dich cremig. Was kommt denn danach? In der Zwischenzeit Sesam in einer kleinen Pfanne ohne Fett ca. 2 Minuten rösten, bis er anfängt zu duften. Herausnehmen, auskühlen lassen und im Universalzerkleinerer sehr fein malen. Was zum Fick ist ein Universalzerkleinerer? Ich scheiße auf Universalzerkleinerer. Nein, wir können nicht auf Universalzerkleinerer scheißen, Aliana. Das muss da rein. So, denke, das passt. Oder? Ich hatte dich jetzt cremig gebunden. Einfach so, wegmörder. Rein da. Das ist sehr viel, oh mein Gott. Sie fühlt nichts mehr. Was ist mit mir? Das lassen wir dann mal kurz anrösten. Reicht, oder ich habe gar keinen Bock mehr. Komm in meinen Mörser. Sehr fein malen. Das ist jetzt nicht sehr fein. Sesam unter die Eismasse rühren, in eine Eismaschine füllen und bei 30 Minuten gefrieren lassen. Zu 6 Kugeln formen, in Schälchen oder Waffeltüten anrichten. Das kommt. Das ist bestimmt auch das Bernsteinzimmer. Ich kann da nichts zu sagen, rein rechtlich. Und jetzt hier rein. Das sieht so disgusting aus. Sieht aus wie Cookies and Cream oder Stracciatella, ne? Riecht aber einfach nach Sesam. Das Ganze muss jetzt in eine Eismaschine. Boah, ist aber, glaube ich, lecker, ne? Ich habe ja auch so einen Sesam-Kink. Also ich kann das schon... Maschine? Ich habe eine Eismaschine, aber die ist ein bisschen wack. Ich würde sagen, wir machen einfach in Gefrierfach. Ich habe so eine Tupperdose geholt und dann einfach rein. Kann man das gefrieren? Bis minus 20 Grad. Perfekt. Eis numero 1. Die Küche ist wieder aufgeräumt. Wir machen jetzt das zweite Eis. Das ist sehr viel leichter. Nämlich dieses rote Bohneneis. Dafür muss man nicht so viel machen. Heißt, erstmal die Eier mit dem Zucker cremig schlagen. Da brauchen wir 4 Eigelb. So, 1, 3. Ich muss sagen, ich finde Eigelb sieht so ekelhaft aus. Schau dir das an, Alter. Das ist einfach disgusting. Die ganze Zeit Hände waschen, wenn ich Eier angefasst habe. Also, wenn es wobbly ist, dann ist heiß. Wenn man es anguckt, ist es nicht heiß. Ich bin mir nicht sicher, aber ich bin so in Gedanken, denke ich mir so, das haben bestimmt Leute auch schon mal über mich gesagt. Komisch, ne? Zucker rein, 100 Gramm, yes. Und mit dieser Scheiße reinballern. Was mit diesem Zucker? What the fuck? Warum kann nichts mal gut laufen? Was ist passiert? Warum ist es geplatzt? Warum ist dieser Zucker so komisch? Der Zucker ist einfach so Plättchen. Siehst du das? Das ist ja... Das ist ein angeschmolzen. Ist ein bisschen zu warm da vielleicht. Einfach Steine. Noch nie gesehen in meinem Leben. Wir werden wortwörtlich Steine in den Weg gelegt. Da ist so viel... Einfach nur Stein drin. Was ist gerade passiert? Atme tief. Was passiert hier? Tief durch die Nase ein und aus. Ich gebe auf. Ich gebe auf. Das Eis machen wir vielleicht auf Cam fertig. Aber jetzt gerade packe ich das nicht. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich fühle so 10 von 10, wie oft die schon in dieser Küche stand. Ich finde es richtig gut. Ich habe keinen Bock mehr. Das war's. Das ist zu dumm. Kann ich mehr. Noch nie gemacht? Heute habe ich es nicht. Ich sehe gerade, was passiert ist. Guck mal, gerade auf dieses Ding drauf. Fällt dir was auf, Long? Das ist nach oben gebogen. Was? Siehst du das? Das Ding, das war das Geräusch. Das hat sich verbogen. Die sind nicht mehr parallel zu... Oh boy, Alter, ey. Oh boy, oh Gott, ist das ein Kopfschmerz? Oh boy. Nanda. Siehst du das? Ich wollte nur Zucker und Ei mischen. Das Universum ist gegen mich. Es wäre nur Ei vermischen, diese rote Paste Milch mischen, dann die Sahne steif schlagen, unterheben, frieren. Fertig, das wäre es gewesen. Ohne Kochen, ohne Pain, ohne Malen, ohne irgendwas, das wäre es gewesen. Aber mein Mixer hat sich verbogen. Der Zucker hat sich kristallisiert zu harten Steinen. Ich wollte nur Eis machen. Warum gönnt Universum nicht? Es ist der nächste Tag. Der nächste Morgen. Ja, wir haben gestern noch off-cam ein bisschen diese Eissorten fertig gemacht. Das war Big Pain. Es tut mir leid, es ist noch nie passiert, dass ich so einen Nervenzusammenbruch hatte, dass ich ein Eis nicht mehr ich verstehe es 100% zu Ende machen konnte. Aber sie sind fertig in dem Gefrierfach und wir können sie jetzt probieren. Let's get this party started. Ich hol die raus. Eis Numero 1. Das ist Sesameis. Alles so am Boden. Was, Long? Hä, sieht doch okay aus, oder nicht? Naja, schau dir den Boden an und dann so. Ist so ein bisschen runtergeflossen. Und ein intensiverer Sesamgeschmack. What the? Das hat sich auch komplett getrennt. Und das, ich wollte gerade Wasabi sagen, wie heißt das also nochmal? Matcha-Tee-Eis. Also, hier ist es echt krass zu Boden gesunken, das ganze Sesamzeug. Das hier ist auch krass getrennt. Jetzt verstehe ich, warum es in einer Eismaschine so ist, weil es in einer Eismaschine die ganze Zeit gedreht wird und gefroren. Heißt, es bleibt cremig und
die Zutaten setzen sich nicht am Boden ab. Ja, Eismaschine ist was Feines, wenn man Eis richtig krass feiert, ne? Also ansonsten finde ich Eismaschine einfach eher übel stressig. Jetzt kommen hier wieder genau die zwei Leute höchstwahrscheinlich im Chat, die dann sagen so, Digga, Eismaschine einfach besser. Ist okay, es ist okay, es ist okay. Ich respektiere eure Meinung. Ich finde es crazy stressig, so eine Eismaschine, aber alles gut. Sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht disgusting aus. So eine Scheiße. Hat funktioniert. Gewalt ist immer die Lösung. Wollt ihr mitprobieren? Ja. Kommt. Hallo, Schnorrer Nummer 1. Hallo. Schnorrer Nummer 2. Wir probieren in der Reihenfolge, in der wir sie gemacht haben. Erst das Sesamais. Das ist steinhart. Das ist schrecklich. Schmeckt aber lecker. Schmeckt wirklich auch lecker. Das hat nur eine scheiß Konsistenz. Und sagst du? Wollen wir das auch probieren? Ja. Danke. Schmeckt halt sehr krass nach Sesam. Schmeckt so, wie ich erwartet habe. Schmeckt so wie Sesam-Eis. Kennst du Sesam-Eis so richtig? Nee. Ja, dann ist klar, dass du das so empfindest. Ich sag ganz ehrlich, ich find's kacke, dass es halt, ich würde es glaube ich schmelzen lassen, so antauen lassen, dann hat man eine Eismaschine nochmal umrühren lassen und dann kann man. Oder das antauen lassen und dann Kaffee da drauf machen. Und dann taut das so mit dem Kaffee an und dann hat man so einen Sesam-Eiskaffee. Fancy shit. Ich glaube, das muss in der Eismaschine. Ist geil, wie es ist. So Kratzeis ist es geworden. Da stand, wenn ihr keine Eismaschine zur Verfügung habt, einfach eine Tupperdose tun. Das hat nicht funktioniert! Schmeckt sehr wenig intensiv. Ich glaube, das liegt daran, dass die ganze rote Bodenpaste unten ist. Aber es schmeckt nicht eklig. Nö, es schmeckt nicht scheiße. Es ist nicht abartig. Wir müssen nicht kotzen. Das ist doch gut. Finde ich sogar besser als Sesam. Long. Ehre. Wie alle auf seine Antwort warten. Schmeckt intensiv genug für rote Bodenpaste. Findest du? Ich glaube, wenn das da unten auch noch mit dabei wäre, dann wäre das Premium. Ich glaube, das wäre too much. Nein, ich glaube, das wäre Premium. Letztes grüner Tee-Eis. Das Einzige, was Pain ist, ist halt so eine Scheiße. Das hat alles so eine Scheiß-Konsistenz. Sieht so weich aus, aber so. Könnte ein bisschen mehr Zucker vertragen. Das ist noch am besten verteilt, so, auch wenn man es hier an der Seite anguckt. Da hat sich nichts irgendwie krass am Boden abgesetzt. Würde ein bisschen Zucker vertragen, aber ist oder? Geil. Ist mega geil. Ich finde, das braucht gar keinen Zucker. Japanische Eissorten einfach OP, oder? Da ja, das ist perfekt eigentlich. Das ich kann verstehen, dass ihr mehr Zucker wollt, aber ich glaube, das ist tatsächlich die normale Süße. Ja. Ich denke auch. Ja. Ich finde, die sind alle gut. Das Einzige, was Pain ist, ist A, die Konsistenz. Ja. Und B, dass es sich halt teilweise so abgesetzt hat. Hätten wir einfach eine Eismaschine, wäre das Bababubu geworden. Bababubu, Alter. Ja, belasten, liebe Freunde. Das war's mit dem Video. Vielleicht wollt ihr es danach machen. Falls ja, benutzt eine Eismaschine. Okay, Matcha-Eis. Ich glaube, jetzt habe ich Lust auf Matcha-Eis.